Die Stadt Ravensburg mit ihrem mittelalterlichen Erscheinungsbild ist der kulturelle Anziehungspunkt Oberschwabens und seit 2009 weit darüber hinaus. Hier, inmitten der Oberstadt, erzählt Ravensburg seine Geschichte. Die Geschichte der ehemaligen Reichsstadt und der einflussreichen Fernhandelsfamilie Humpis. Ausgangspunkt der Erzählung ist dieses spätmittelalterliche Wohnquartier. Es war im Mittelalter die Wirkungsstätte der Familie Humpis und ihrer großen Ravensburger Handelsgesellschaft. Heute ist es das größte und besterhaltene spätmittelalterliche Gebäudeensemble einer Fernhandelsfamilie Südwestdeutschlands. Einzigartig, faszinierend. Ein Rundgang durch das Museum Humpis-Quartier gleicht einem Streifzug durch das Mittelalter. Der Besucher begibt sich auf eine Reise, die ihn durch 7 Gebäude mit 60 Räumen, Dachböden und Keller führt. Überall spürbar die besondere und auch einmalige Atmosphäre des Quartiers. Moderne Ausstellungskonzepte verschmelzen mit altem Mauerwerk, bilden eine neue, aufregende Komposition. Das Museum erzählt vorrangig die Geschichte 4 Personen, die über 1000 Jahre im Humpis-Quartier lebten. Ihre Lebenswelten spiegeln in außergewöhnlicher Weise die Entwicklung und den Wandel der Stadt wider. Audioguides und Multimedia-Stationen leiten den Besucher durch die Geschichte. Das Haus, das im Jahr 2003 bei Grabungen im Innenhof gefunden wurde, stammt etwa aus dem Jahr 1050. Den Mittelpunkt der 4 Lebenswelten bildet die Fernhandelsfamilie Humpis, die im Obergeschoss der Marktstraße 45 ihre repräsentative Wohnetage hatte. Hier am Originalschauplatz wird die beeindruckende Geschichte der Humpis und ihrer Ravensburger Handelsgesellschaft erzählt. Eine Gesellschaft, die zu den größten des Spätmittelalters gehört. Unter der Ära Humpis erlebte Ravensburg seine Blütezeit. So brachte Hans Humpis als erfolgreicher Fernhändler und Bürgermeister Wohlstand in die Stadt. Authentisch und anschaulich erzählen, das ist der Grundgedanke des Museumskonzeptes. Es wird auch in den Führungen und museumspädagogischen Arbeiten fortgeführt. Die Stadt hat mit dem Quartier aber auch einen Veranstaltungsort gewonnen, der seinesgleichen sucht. Vor prächtiger Kulisse im Innenhof des Quartiers wird regelmäßig ein buntes kulturelles Programm geboten. Einer der Höhepunkte ist der Humpis-Talk. Für das leibliche Wohl sorgt die Gaststätte Humpis. So wird der Museumsbesuch jederzeit zum Erlebnis. Seien Sie dabei, wenn das Humpis-Quartier die Geschichte der Stadt Ravensburg erzählt.